Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Storytime. Wie die meisten ja wissen, habe ich vor, ich glaube, 7 Monaten die Firma gewechselt. Und mein ehemaliger Chef wird jetzt ersetzt durch seinen Sohn. Und da gab es 2 Sachen, die ich mal mit ihm erlebt habe. Also mit dem Senior, der jetzt gestorben ist, kurz vor Weihnachten war das. Ich hatte vor ein paar Jahren mal die Hand gebrochen, man sieht es ja noch, ja? Und war 12 Wochen krank damit. Hand drohte steif zu bleiben und ohne Quatsch. Mit Reha, also nicht stationär, aber hier bei mir im Ort, Troisdorf, habe ich Reha gemacht und habe abends immer mit dem Bear Grylls Taschenmesser, das große, das Schießknife, abends damit meine Hand ein bisschen trainiert. Ohne Quatsch. Und die 12 Wochen waren rum und wir haben uns also, während ich krank war, die 12 Wochen, haben wir uns immer gefetzt am Telefon. Und er sagt dann irgendwann mal, Arthur, der kam aus Ungarn, er sagt dann, Arthur, rufen Sie mich nur wieder an, wenn Sie arbeiten kommen möchten. Er sagt, ja, dann kann ich so lassen. Ne? Was? Naja, gut, die 12 Wochen waren rum und habe ich ein paar Tage meine Tour gefahren und kam dann da fuhr meine erste Tour und die zweite Tour, die ging auf einmal in die Richtung, wo mein Chef wohnte. Ne? Der wohnte so 40 Kilometer von unserem großen Club weg, für den wir fahren. Und wir haben uns dann unten im Büro unterhalten und er sagte, oh Arthur, Katastrophe, 12 Wochen krank, nein, große Katastrophe, ich brauche Indianer. Sag ich, Indianer? Ja, Boga, da müssen sie nach Bad Segeberg fahren. Sagt er, was ist in Bad Segeberg? Sag ich, Karl-May-Festspiele. Viele Indianer und Winnetou ist auch da. Und im ersten Moment saß er da und wusste gar nicht, was er sagen sollte. Und dann fing er aber auch an zu lachen und dann haben wir uns beide kaputt gelacht. Nun, da war ich dann ja am Arbeiten und wenn wir samstags gefahren sind, hatten wir so eine kleine Karte, die er selbst gemacht hatte, konnten wir oben in der Kantine uns immer Brötchen holen. Und dann kam ein Samstag, wo ich nicht arbeiten musste, aber ich musste in die Fahrschule meine Module machen, damit ich weiter als Lkw-Fahrer arbeiten darf. Der Lkw-Fahrer, der kennt das. Nun, und ich hatte mein Portemonnaie vergessen, aber ging dann an meinen Lkw und holte die Karte raus, ne, für die Kantine. Und sein Sohn sagte, was machst du denn jetzt? Ich sag, ja, hol mir Brötchen, ich hab mein Portemonnaie vergessen. Achtung, sagte sein Sohn, der Junior, ja, wer heute nicht fährt, der kriegt doch keine Brötchen. Na, sag ich, okay, allen Kniesbügel. Ein aller Kniesbügel ist in Köln ein alter Geizhals. Aber halt nett gemeint. Ja? Ich hatte es auch nicht böse gemeint. Nun gut, dann kam ein Freitag. Dann ging das Telefon. Ich war gerade beim letzten Kunden im Westerwald. Rief der Chef an, sagte, Arthur, heute keine Anschlusstour. Kommen Sie bitte umgehend zu mir ins Büro. Oh, stimmt, was hat der jetzt schon wieder? Ne? Das war der Freitag nach diesem Samstag. Naja, ich setze mich da unten ins Büro und wir reden darüber. Er sagt, ja, Sie haben meinen Sohn beleidigt. Das geht so nicht. Vielleicht wird das mal Ihr Chef, sage ich, garantiert nicht. Der wird nicht mein Chef werden. Ist ja dann auch so gekommen, wie ich es vorausgesagt habe. Naja, sagt er, und so weiter und so fort. Sie können nicht mit meinem Sohn so reden. Aber wenn Sie meinen, ich, also Boga, ist ein alter Drecksack. Ja, Sie können mir sagen. Er sagt, okay, Herr Boger, Sie sind ein alter Drecksack. Und dann guckte der mich an und hat sich kaputt gelacht. Dem liefen die Tränen aus den Augen vor Lachen. Ja, also ich meine, so schade es ist, dass das so untergegangen ist mit der Firma und so weiter. Aber ich habe so ein paar schöne Erinnerungen. Die wollte ich euch mal erzählt haben. Also, dann haltet, wenn ihr Kraftfahrer seid, halt die Räder auf der Straße. Und wie immer gilt, tschüss Matjo, schwenkt du, tschüss, hör ab und schwenkt die Kappe.